Hallo Freunde, willkommen mal wieder zu einem neuen Part meines Paper Mario Let's Plays und ich bin offscreen mal wieder hierher gegangen, weil mir ist das im letzten Part irgendwie in Vergessenheit geraten. Ich habe ja mit Peach eine Menge Items in die Zaubertruhe gelegt und hier kann ich mir jetzt alles rausnehmen. Den Kampforden. Genau, in einem Notfall erhöht sich die Angriffskraft um 2. Dann den Meditationsorden. Das Fokuskommando lädt die sterbende Energie mehr auf. Und den Fortuna-Orden. In einem Notfall wird jeglicher Schaden halbiert. Und dann hätten wir hier noch einmal Chili Royal. Nahrhafter Snack stellt 50 Blütenpunkte wieder her. So. Damit hätte ich das auch alles dabei. Ja, und... ja, ich habe aber irgendwie immer noch keine Lust, nach Beaver City zu gehen, weil ich ja doch noch so viel anderes erledigen kann. So, ich habe mir auch wieder den Speed-Wirbelorden angelegt, dass ich hier etwas schneller unterwegs bin. Ja, also, ich glaube, ich sollte mal wieder einige Aufträge für Meku Palem erledigen, weil der gibt mir nicht nur dämliche Belohnungen wie eine einzige Münze, sondern der kann mir auch, wenn ich einige Aufträge erledigt habe, 3 Sternsplitter auf einmal geben. Jawohl, das ist wirklich so. Und ja, Moment. Ich kann mich immer noch daran erinnern, dass er ein Schäfchen haben wollte, also das Item-Schäfchen. Und das habe ich eigentlich auch schon mal gekauft gehabt und habe es ins Lager getan. Also eines von den Dingern hier. So, ich möchte mitnehmen ein Schäfchen. So. Nein, ich möchte nicht. Und ich glaube, ich lagere sogar noch das zweite Chili Royal dabei ein. So. Mehr brauche ich dabei nicht. So. Dann würde ich sagen, auf zu Meku Palem. Und irgendwann gibt er mir nämlich sogar auch eine dieser Mitgliedskarten für das Casino. So, Moment, hast du eigentlich irgendwelche Orden, die ich brauche? Ich kann mir sowieso nichts leisten. Der einzige, der eigentlich ziemlich praktisch wäre, wäre der Vermeider. Macht es dir leicht, einem Angriff auszuweichen. Ja, hier wäre noch ein zweiter KP Plus Orden, aber 150 Münzen ist total teuer. Na egal. So. Also wie gesagt, in diesem Part werde ich bestimmt noch nicht nach Beaver City gehen. Vielleicht im nächsten Part mal sehen. Aber es gibt noch so viel zu tun. Ja. So, also dann. Die mittlere Röhre war das, glaube ich. Genau. So, und hier hätten wir wieder Meku Palem. Und das Schäfchen habe ich ja dabei. Ja, du hast ganz schön lange warten müssen, ich weiß. Bei den Sternen, du bist ein regelrechter Held, Mario. Endlich ein bisschen Ruhe und Frieden. Süße Träume, ich komme. Nimm dies als kleines Dankeschön. Oh, nun keine falsche Bescheinigung, Freund. Hier, nimm das. Und ich erhalte wieder nur eine Münze. Oh, nimm das auch noch. Wusstest du, dass es in Tortau ein Casino gibt? Wenn ich mich recht erinnere, müsste es in der Nähe des Bahnhofs sein. Nur Mitglieder haben Zutritt, deshalb ist der Eingang gut versteckt, aber du findest ihn sicher. Das hier ist deine Silberkarte, damit darfst du an einem Spiel im Casino teilnehmen. Als ich noch jung war, habe ich dort ein wahres Vermögen gemacht, aber jetzt bin ich den Trubel leid. Deswegen soll die Silberkarte nun dir gehören. Viel Glück, Chef, ordentlich Kohle. Jawohl, wir haben eine Silberkarte bekommen. Karte von Meku Palem, nutzen Sie für einen Casino-Besuch. Ja, die Silberkarte bekomme ich also scheinbar schon, wenn ich nur 2 Aufträge für ihn erledige. Dann sag mir doch mal, was du noch willst. So, noch ein Gefallen. Ja, ich war freundlich von dir und bla bla bla. So, und du bittest nie einen Gefallen, aber diesmal schon. So, würdest du für mich nach Gumbafurt gehen und nach Gumpa dem Großvater suchen? Er hat noch ein Band, das ich ihm mal geliehen habe. Würdest du das für mich holen? Es ist mir sehr wichtig. Du musst nur sagen, das Band, dann weiß ich schon, was gemeint ist. Mach aber nicht zu viel Aufsehen darum. Ja, versprochen, junger Freund. Ah, was ist denn auf diesem Band zu sehen? Vielleicht etwas Unanständiges? Naja, das werden wir nie erfahren. Gut,
wie gesagt, mit diesen Wabröhren ist das ja wirklich schon total einfach, hierher zu kommen. Da spare ich mir so viel Lauferei. So, und da haben wir ihn ja auch schon. Gumbario, wie geht es dir? Ich freue mich an den Tag, in dem du als erwachsener Gumba zurückkehren wirst. Hm? Mario, liegt dir noch etwas auf dem Herzen? Was? Mikko Ballum sagt, er will das Band zurückhaben? Diese alte Koopa, wie kann es sich nur Dinge merken, die schon so lange zurückliegen? Okay, eine Sekunde, ich gehe und hole es für dich. Hier, das ist es. Wenn du diesen alten Koopa wieder siehst, bestell ihm doch schöne Grüße von mir. Und wir haben ein Band erhalten, ein Video von Gumpa. Bring es zu Mikko Ballum. Wie bitte? Du möchtest wissen, was auf dem Band drauf ist? Oh nein, nein, tut mir leid, ich befürchte, das kann ich dir nicht verraten. Aber es war auf jeden Fall großartig. Oh mein Gott, sag bloß, da ist wirklich was Unanständiges drauf, das glaube ich jetzt nicht. Ja, ich weiß, meine Fantasie geht mal wieder mit mir durch, aber das ist einfach zu verdächtig. Naja, ihr könnt euch ja euren Teil denken, ich denke mir meinen Teil. So, ja. Hier hast du dein Band wieder. Schnatternde Scheige, Mario, du bist ein richtiger Gentleman, hat sich Gumpa beschwert. Nimm dieses Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Und wieder nur eine Münze. So, gleich noch eingefallen. So, ich sehne mich nach einer Tasse Koopa-Tee. Das ist der beste von allen. Würdest du mir welchen besorgen? Koopa-Tee kann nur aus frischen Koopa-Blättern aus in diesem Dorf gebraut werden. Es erfordert spezielles Geschick, ihn richtig zuzubereiten. Nur ein Meister der Kochkunst kann diesen Tee so brauen, dass sein Geschmack voll zur Geltung kommt. Ich glaube, die junge Omelette aus Tuatown kennt sich damit sehr gut aus. Könntest du zu ihr gehen und mir welchen besorgen? Ich habe dein Wort, junger Freund. Okay, einmal Koopa-Tee. Das ist ja ganz einfach, weil hier in diesen Büschen gibt es ja immer wieder Koopa-Blätter zu finden. Einfach immer wieder an den Büschen rascheln. So, und da ist doch schon eins rausgesprungen. Ein Koopa-Blatt. Ich finde es nur interessant, dass er Omelette als jung bezeichnet ist. Auch nicht mehr gerade sehr jung. Aber wie heißt es so schön, man soll das Alter respektieren. Das tue ich auch immer. So. Also dann, Omelette haben wir gleich hier drüben. Dann bereitet sie uns mal eine Tasse Koopa-Tee zu. Das ist auch gleich eigentlich ein neues Rezept. So. Einfach nur das Koopa-Blatt. So, keine andere Zutat, nur das Koopa-Blatt. Tralalala, das kennen wir auch schon. So. Hier bitte, es ist gar nicht zu übel geworden. Und Koopa-Tee. Tee von Omelette stellt 7 BP her. Den ich aber nicht trinken werde. So. Und ich weiß, wie gesagt, nicht auswendig, wie viele Gefallen man Mikko Ballum tun muss, damit er mir dann wirklich Sternsplitter als Belohnung gibt, aber der hat auch ziemlich viele davon. Also es lohnt sich, ihm die ganzen Gefallen zu erweisen. So, einmal Koopa-Tee, lass ihn dir schmecken. Große, geifende Gulpos, du bist unvergleichlich, wundervoll ausgezeichnet. Genau richtig, dieser Tee ist sowohl eisgekühlt als auch siebenteils ein Gedicht. Wenn es darum geht, einem alten Koopa so viele Gefallen zu tun, dann bist du ein wahres Vorbild. Diesmal sollst du etwas ganz Besonderes bekommen. Aber verrat's niemandem, ich habe einen Ruf zu wahren. Oh, nur keine falsche Bescheidenheit. Hier, nimm das. Und ich erhalte 3 Sternensplitter auf einmal. Also, das waren jetzt, glaube ich, wie viel? 4, ich glaube 4 oder 5 Gefallen waren das jetzt. Also, ihr seht schon, das lohnt sich doch. So, aber er hat, glaube ich, insgesamt, ich weiß gar nicht, wie oft man ihm einen Gefallen tun. Ich glaube, so 20 Mal sogar, glaube ich. Glaube ich jetzt, weiß ich nicht mehr auswendig.
Auf jeden Fall einfach so lange mit ihm quatschen, bis er sagt, er braucht nichts mehr. So, ich hege schon seit langem den Wunsch, Luigis Autogramm zu ergattern. Er ist doch dein Bruder, habe ich recht? Der junge Bursche ist einfach spitze. Hast du ihn schon mal springen sehen? Man müsste ihn eigentlich eher Luigi nennen. Wenn du ihn irgendwie an sein Autogramm kommen könntest, würde mich das sehr glücklich machen. Wirst du mir helfen, junger Freund? Ja, sieh mal deiner an, Mekopalem ist ein Luigi-Fan. Das ist doch kein Problem, dann werde ich einfach zu Luigi gehen und ihm ein Autogramm bieten. Ich meine, Luigi kann seinem Bruder Mario doch sowieso keine Bitte abschlagen. Ja, irgendwie kommt er in diesem Spiel halt leider zu kurz, aber was soll ich sagen? Das Spiel heißt ja Paper Mario und nicht Paper Luigi. Aber das Interessante ist ja, Paper Mario ist im Jahr 2001 erschienen und im Jahr 2002 oder in Japan war es sogar, glaube ich, noch Ende 2001, kam ja dann schon der GameCube raus und da war eines der ersten GameCube-Spiele wirklich Luigi's Mansion und da hatte Luigi eben die Hauptrolle gespielt und schon in Paper Mario kann man ja in Luigi's Tagebuch irgendwie so versteckte Hinweise auf Luigi's Mansion finden. So. Ach, verdammt! Seht ihr, wo Luigi jetzt drauf sitzt? Der sitzt so hoch oben auf einem Steinblock, da komme ich selbst mit den Superstiefeln noch nicht ran. Das heißt, ich brauche bessere Stiefel. Das heißt, ich kann Mekopalem den nächsten Gefallen leider noch nicht erweisen. So, ich will jetzt mal sehen, wie viele Sternsplitter habe ich jetzt? 16 und ich habe schon über 18 Stunden Spielzeit. Puh, ganz schön viel. Ja, das heißt, ich muss doch irgendwie schon in Richtung Beaver City gehen. Weil ich glaube nämlich, dass man in der Kanalisation die Ultra-Stiefel bekommt. Es gibt ja einen Ultra-Hammer, also gibt es auch Ultra-Stiefel. So, was hat er hier? Ja, dieser Alles-oder-Nichts-Orden ist quasi ein totaler Risiko-Orden. Wenn ich das Action-Kommando perfekt beherrsche, dann erhöht sich nochmal der Angriff um 1. Wenn nicht, sinkt der Angriff komplett auf 0 und ich mache dann gar keinen Schaden. Das ist nicht gut. Also, den werde ich mir vielleicht auch nicht kaufen. Weil so perfekt bin ich da mit dem Action-Kommando auch nicht, das gebe ich offen zu. So, wie war das jetzt? Wo muss ich da lang? Ich glaube, ich muss jetzt wieder eben nach unten und da, wo ich schon mal gegen den Super Blooper gekämpft habe, muss ich weiter vordringen. So, aber diesmal muss ich mit Lucky Lester über die Stacheln drüber. So, also hier. So, Lucky Lester ausgewählt. Und genau, hier geht es nämlich noch etwas tiefer hinunter. So, mein Gott, und hier sind schon wieder Stachis. Mann. Oh, eine Stoppuhr. Oh, kann ich verkaufen oder kann ich mir auch behalten? Nein, 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 nein. Ich will jetzt wirklich nicht kämpfen. Haha. So, hier haben wir noch einen Block mit einer Münze und einen Steinblock. So, oh mein Gott, Fieskoopers! Fieskoopers. So, mal, muss ich eigentlich gegen die kämpfen oder kann ich da auch einfach weiter? Ich kann einfach weiter. Hier gibt es einen Metallblock, den kann ich jetzt auch zerstören. Aha, und hier haben wir eine Sprungfeder. Oh, und da ist sie auch schon, die große Schatztruhe. Du hast die Ultra-Stiefel. Die Angriffskraft von Marios Sprung wird verstärkt. Außerdem kannst du nun einen Tornadosprung ausführen, drückst du A in der Luft. Ja, jetzt hat sich Marios Sprung wieder etwas verändert. Jetzt sieht das nämlich so aus und ich kann auch hochgelegene Blöcke erwischen. So. Das heißt, ich kann unter anderem hier diese Blöcke erreichen. Ach, verdammt. Mensch, ihr seid so lästig. Ich will gerade nicht. Nein, danke. Danke, nein. Ich wollte eigentlich nur diesen Block hier erwischen. Und irgendwie geht das nicht und ich würde ganz schön viele Münzen. So, das reicht. Das reicht jetzt. So, Moment mal.
Schnellwechsel aus und dafür Megabeben an und noch irgendwas? Meditation? Nee. Tu mir nichts? Kampfhut? Fortuna? Nee, das brauche ich eigentlich alles nicht. Ach, Spion ist ja egal. Mann, ihr seid so lästig, ihr blöden Fieskupers. So, ersten Griff erfolgreich. Cool. So, wie viel Schaden mache ich jetzt eigentlich mit einem normalen Sprung? Aber eigentlich mache ich lieber einen Negabeben, dann seid ihr gleich mal erledigt. Und tschüss, Mann. Zack, und 7 Schaden, jawohl. So, und ich bekomme immerhin noch 6 Sternenpunkte, das ist besser als gar nichts. So, und wow, der hatte einen Powerblock dabei. So. Ihr seht, jetzt kann ich endlich diese Blöcke hier erreichen. Das heißt, ich kann Luigi auch von seinem... Autsch, von seinem Block runterholen, du Arschloch! Was sollte das denn jetzt? Das war fies. Deswegen gibt's ein Megabeben aufs Maul. So, und Bombette, mach einfach die Powerbombe. Oder... Nee, mach einfach einen Body Slam. Ich verschwende hier jetzt doch keine BP. Zack, und 5 Schaden. Ja, Ultrarang ist cool. So, Moment, ich mache jetzt einfach einen normalen Sprung. Und zack, wow, und ich mache 6 Schaden, cool. Und 10 Sternenpunkte, na bitte. Lohnt sich ja doch. So, und ein paar Münzen. So, gibt's hier drin irgendwas? Nur eine Münze. Was soll denn das? Nur Münzen? Und das nur einmal, eine einzige Münze ist total wenig. So, nee, ich habe jetzt gerade überhaupt keinen Bock, gegen Stachis zu kämpfen, nein! Au! Ach, verdammt nochmal! Ihr seid solche Scheißviecher! Megabeben! Und zack, bumm! Das kommt davon. So. Edge-Wedge, ausgetrickst. Ah, na bitte, das war so verdächtig. Hier war ein unsichtbarer Block mit einem Ahornsirup drin. Cool. So, und jetzt, da ich die Ultra-Stiefel habe, kann ich auch Beaver City erreichen. Aber vorerst werde ich, ja, ich werde zu Luigi zurückgehen. Aber ich sehe gerade, ich habe nicht mehr wirklich viel Zeit. Sonst wird der Part wieder zu lang. Gut, dann werde ich den Part mal eher beenden. Und im nächsten Part werde ich Luigi dann von diesem Steinblock runterholen und mir das Autogramm von ihm geben lassen. Dann werde ich zu Mekopalm zurückkehren. Also wie gesagt, sorry, dass ich noch nicht nach Beaver City gehe. Aber es gibt einfach noch so viel zu tun. Gut, Freunde, also ich beende mal den Part und wir sehen uns dann im nächsten Part bei Luigi wieder. Also, bis dann und tschüss!